Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 18 Video und heute möchte ich euch den Chemistry Glitch in FIFA 18 zeigen. So könnt ihr SBCs machen, wo ihr auch Loyalität braucht, ohne dass ihr eine einzige Niederlage auf eurer Bilanz gutgeschrieben bekommt. Das heißt, wenn ich jetzt hier die SBC abschließe, ich brauche Loyalität, dann bleibe ich dennoch bei diesen 147 Spielen. Ich werde auf eine gewisse Art und Weise 10 Spiele machen, aber das Ganze geht auch viel, viel flotter. Wir haben das Ganze in 5 Minuten erledigt und ich möchte euch eben jetzt heute zeigen, wie das Ganze genau funktioniert. Falls ihr mehr solcher Tricks und Tipps zu FIFA 18 haben wollt, dann lasst gerne mal einen Daumen nach oben da. Euer Support würde mich hierbei extrem freuen. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir eigentlich auch schon rein, und zwar bei den Squad Building Challenges gibt es ja die ein oder andere Challenge, wo man eben Loyalität unbedingt braucht, zum Beispiel hier bei den fortgeschrittenen SBCs, hier zum Beispiel Liga Nationen Hybrid, braucht man hier bei Hybridmeister und bei Schwer unbedingt Loyalität. Man kann diese SBCs nicht ohne Loyalität abschließen. Und hier habe ich zum Beispiel die schwere SBC noch nicht gemacht. Ich habe mir das Team jetzt mal zusammengebaut. Die ganze Mannschaft hat mir insgesamt 8450 Münzen gekostet. Also ihr könnt das Ganze auch 1:1 so nachbauen. Das ist sehr, sehr günstig. Kostet, wie gesagt, unter 10.000 Münzen. Und man bekommt dafür dann ein 35k-Set. So, und jetzt ist natürlich die Frage, wie kann ich dieses Team so schnell wie möglich eben auf 89 Chemistry mindestens bringen, indem ich 10 Spiele mache. Es gibt keine andere Möglichkeit, dieses Symbol hier muss aufleuchten, das ist nämlich ein Spieler, den ich gezogen habe, das heißt, er hat schon Loyalität und das ist eben ein Spieler, den ich gekauft habe, das heißt, der hat eben keine Loyalität. Es brauchen aber, wie gesagt, noch 4 Spieler Loyalität und deswegen muss ich jetzt eben 10 Spiele machen. Wie wir das genau machen, zeige ich euch jetzt. Also ihr baut euch einfach mal genau dasselbe Team nach, und zwar als normale Mannschaft, damit ihr mal damit antreten könnt. Das ist das Erste, was ihr machen müsst. So, wenn ihr das Ganze gemacht habt, müsst ihr dann hier halt auf der Ersatzbank noch Spieler draufpacken, damit man jetzt auch in ein Match gehen kann. Und ja, dann müsst ihr halt jetzt hier bei Einzelspieler auf das Team der Woche draufgehen und da dann eben gegen das Team of the Week antreten. Jetzt gibt es hier gerade das Team of the Group Stage. Das nehmen wir jetzt aber mal nicht. Wir nehmen wirklich das aktuelle Team of the Week. Und zwar müsst ihr hier einmal nach links gehen, dann einmal hier drauf drücken und dann haben wir hier das ganz normale Team of the Week da, was jetzt eben gerade draußen ist. So, und wir beginnen jetzt einfach die Team of the Week Challenge, komplett egal auf welcher Schwierigkeitsstufe. Wir machen jetzt einfach mal Profi, dann alles hier einfach ganz normal weiter drücken und dann eben hier die Trikot-Auswahl. Da spielen wir jetzt einfach mal so. Es ist wirklich komplett egal, ihr werdet das Spiel auch nicht wirklich spielen müssen. Ihr drückt einfach auf Weiter und jetzt möchte ich euch eben zeigen, wie das Ganze funktioniert. Der ein oder andere kennt das Ganze vielleicht eh schon. So, das Spiel beginnt jetzt hier, jetzt ist dann eine Minute um und ja, jetzt kann man das Ganze auch schon machen. Und zwar müsst ihr jetzt hier auf den Home-Button gehen und dann müsst ihr eure PlayStation einfach mal kurz vom WLAN trennen, beziehungsweise einen Netzwerktest machen, also eine Internetverbindung testen, also eure Internetverbindung testen, denn dadurch werdet ihr von den Servern gekickt. Und zwar sehen wir hier, okay, dies, das, die Internetverbindung wird getestet, das müsst ihr euch, glaube ich, gar nicht ganz anschauen. Und dann geht ihr zurück in FIFA 18 und dann sehen wir, okay, ich wurde von den Servern getrennt, das ist aber weiter nicht schlimm, denn dann habt ihr sozusagen jetzt das Spiel trotzdem gut geschrieben bekommen, ihr habt trotzdem die Loyalität für dieses eine Spiel bekommen und das müsst ihr eben 10-mal machen, sodass eure Spieler dann eben die volle Loyalität bekommen, denn man muss ja 10 Spiele machen, damit ein Spieler Loyalität bekommt und mit diesem Loyalitätspunkt somit der Mannschaft einen Chemiepunkt dazu gibt. Und ihr seht es auch schon bei der Bilanz, wir sind immer noch bei 147 Niederlagen, obwohl wir gerade ein Spiel eigentlich abgebrochen haben. Diese Möglichkeit ist verdammt gut und die solltet ihr unbedingt nutzen. Wir werden das Ganze jetzt eben nochmal machen und eben wieder hier ganz normal ins Team of the Week reingehen, ganz normal diese Challenge starten und natürlich mitzählen, wie oft wir das machen. Man kann das Ganze, denke ich, auch mit diesem Team hier machen. Es ist meiner Meinung nach extrem egal, ob man jetzt das Team of the Group Stage nimmt oder das Team of the Week. Das dürfte, denke ich, jetzt mal keinen Unterschied machen. Wichtig ist, dass man in diesen Spielmodus hier reingeht und dann eben ganz normal auf Weiter drückt, ganz normal alles macht. Und wenn das Spiel dann eben begonnen hat, dann eben eine Internetverbindung oder einen Internetverbindungstest durchführt, sodass man dann von den Servern gekickt wird. Ich möchte euch das Ganze jetzt nochmal ungecuttet zeigen, und zwar drückt ihr hier ganz normal auf Weiter, dann lädt das Ganze dies, das und dann startet das Spiel auch schon. Ja, und sobald der Ball angekickt ist, kann man das auch schon machen. Ihr drückt auf die Home-Taste, dann geht ihr hier unter Einstellungen auf Netzwerk, dann auf Internetverbindung testen. Das Ganze muss nur ganz kurz laden und dann könnt ihr auch schon wieder zurückgehen. Dann geht ihr wieder in FIFA 18.
18 und dann seht ihr schon, deine Verbindung wurde unterbrochen, melde dich erneut an, um auf die Online-Features zuzugreifen. Dann verlässt man das Ultimate-Team, man meldet sich wieder an und macht genau dasselbe nochmal. Das werden wir jetzt 10-mal machen, sodass wir unsere Loyalität haben. So Leute, jetzt habe ich das Ganze 10-mal durchgeführt. Ich habe jetzt 10-mal ganz, ganz kurz gegen das Team of the Week gespielt, habe dann diesen Internet-Verbindungs-Glitch angewandt und somit habe ich jetzt sozusagen 10 Spiele gemacht. Ich habe keine einzige Niederlage hinzubekommen. Ihr seht es, 147 Niederlagen habe ich immer noch. Und wenn wir jetzt ins Team reingehen, sehen wir, dass wir statt 85 Chemistry 95 Chemistry haben, weil jeder einzelne Spieler jetzt auch die Loyalität bekommen hat. Und was heißt das jetzt für uns? Genau, wir können jetzt nämlich die SBC easy abschließen. Wir gehen rein, genau dasselbe Team wird wieder angezeigt. Aber jetzt können wir das auch absenden. Das heißt, wir bekommen jetzt ein 35k-Set für nur 8000 Münzen circa, ein bisschen mehr, aber das ist schon echt verdammt günstig und somit haben wir auch die ganzen Liga-Nationen abgeschlossen und bekommen nochmal 12.000 Münzen, also das ist schon verdammt nice und dann schauen wir uns direkt mal das Set an. Okay, wir öffnen jetzt das 35k-Set und schauen einfach mal, ob sich dort eine Leinwandkarte befindet. Come on, bitte. Oh mein Gott, es ist kein Leinwandspieler, shit. Nein. Oh mein Gott, wie belastend ist das denn? Es ist ein 81er, es ist Rami. Oh mein Gott, das ist wirklich verdammt bitter. Ich habe jetzt echt hohe Hoffnungen gehabt, dass wir hier was Gutes drinnen haben. Aber es ist einfach nur Rami Schmelzer. Oh mein Gott, das ist ein richtig, richtig, richtig schlechtes Pack. Und somit hat sich die SBC nicht wirklich gelohnt. Das ist jetzt wirklich sehr, sehr belastend, aber ich denke mal, 8000 Münzen könnten wir irgendwie rauskratzen aus diesem Pack und somit vielleicht doch nicht mit einem Minus rausgehen. Und ja, Freunde, damit war es jetzt auch schon wieder mit dem heutigen FIFA 18 Video. Falls euch dieses ganze Experiment bzw. ja, dieses Tutorial für diesen Glitch gefallen hat, dann lasst gerne mal einen Daumen nach oben da. Ihr habt gesehen, es hat bei mir funktioniert und somit wird es bei euch sicherlich auch klappen. Falls ihr noch Fragen habt zu diesem ganzen Thema, dann schreibt mir gerne einen Kommentar. Ich werde versuchen, da wirklich alles zu beantworten. Und damit war es das jetzt mit dem Video, Leute. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Checkt gerne noch die Links in der Beschreibung ab. Und dann würde ich mal sagen, vergesst nicht, habt immer High Hopes. Bis zum nächsten Mal und ciao.